Bitte. Meine Frage ist, was wird in den nächsten 5 Jahren passieren? Um es ein bisschen einzuschränken, die Antwort leichter zu machen. Bei der Software erscheint es mir so, dass wir also lange Zeit The Rise and Fall of Windows gesehen haben, wo dann letztendlich die Linux und die Unix-Derivate dann letztendlich doch nicht nur die Oberhand, beziehungsweise in vielen Bereichen, immer die wesentlichen Bereiche, weil Desktop in der Firma ist immer die wesentlichen Bereiche. Aber es hat eine relativ lange Phase der kommerziellen Firma gegeben. Sie haben dann angedeutet, dass Apple und Google natürlich auch versuchen, jetzt ihre Silos oder Lösungen in die Landschaften einzutreten. Wird es jetzt auch so eine Phase geben, wo die Kommerzialisierung, die wesentlich rascher ist als eine Open Source Bewegung, wo die Kommerzialisierung vorherrscht und dann die Open Source langsam, aber gemächlich den Raum aufrollt und dann wieder einholt? Wird es das sich wiederholen oder ist es ein anderes Szenario? Also die Frage ist gut. Der Niels Bohr hat mal gesagt, Voraussagen sind schwierig, besonders wenn es sich dabei um die Zukunft handelt. Also ist meine persönliche Sicht der Dinge. Ich glaube, dass wir durch die Standardisierung, also Six-Low-WPAN, heute schon ein Stück weiter sind, weil wir nicht ein Feld vorfinden, wo es überhaupt keine offenen Standards gibt. Deswegen glaube ich, dass das nur so geht. Es gibt auch zu viele Player, das heißt, wir werden nicht, zumindest initial, nicht die Situation haben, dass es einen großen Player gibt, der ziemlich viel diktieren kann. Es gibt aber große Player, also Cisco spielt da mit, die arbeiten an der Standardisierung von Six-Low-WPAN, die kommen von der anderen Seite, die wollen die letzte Meile in den Haushalt zum Smart Metering haben. Ich glaube, dass da, dadurch, dass das Feld so divers ist, weil jedes Thing einen Internetanschluss haben kann, glaube ich, dass das Feld breiter ist. Und dadurch die Open-Source-Lösungen von Anfang an den Platz haben. Und ich glaube, dass einige Leute nicht wollen, dass irgendjemand in den Haushalt die Daten erfasst. Ja, wir wissen von den intelligenten Stromzählern, dass man weiß, welches Fernsehprogramm gerade geschaut wird anhand des Wechsels des Stromverbrauches. Ist die Frage, ob man das wollen, aber es ist auch die Frage, ob genug Leute das nicht wollen. Ja. Also von daher ist das offen, ja, denke ich. Bitte. Robert, ich glaube, dass das etwas länger dauern wird im Hardware-Bereich, das Open Source nachzieht, als im Software-Bereich, weil der Kapitalbedarf im Hardware-Bereich weitaus höher ist. Du kannst zwar jetzt selbst dein Zeug irgendwie zusammenlöten für ein paar 100 €, aber um das Produkt in den Markt hineinzubringen, musst du wesentlich mehr Kapital in die Hand nehmen, als wenn du Software entwickelst. Softwareentwicklung kannst du nebenbei machen und dann machst du Online-Versand oder sowas und verteilst es in der Welt. Für Hardware brauchst du einfach Vertriebsstrukturen. Das kostet Geld. Wobei man argumentieren kann, dass es bei Hardware wesentlich leichter ist, Geld aufzutreiben, weil es nichts was Fiktives ist. Es ist Intangibles, non tangible. Und da Investoren wesentlich leichter mit etwas Physikalischem finden. Es ist die Entwicklung jetzt genau entgegengesetzt. Ich zitiere da mal aus der berühmten Pulsierschuh. 2 Minutes, 2 Million. Als Line Network sein Produkt vorgestellt hat, diese kleine Box. Da hat der Investor, ich glaube, von i5 Invest gesagt: Sorry, das ist Hardware, das ist mir zu kapitalintensiv, da investiere ich nicht. Das Risiko ist mir zu groß. Die Investoren fahren momentan gerade alle auf Softwareprodukte ab. Und wenn du mit einem Hardwareprodukt kommst, dann sagen sie: Das dauert mir zu lang. Ja, das dauert mir zu lang. Ja. Da ist zu viel Kapital gebunden in irgendwelches Zeug und wenn der Laden pleite geht, dann ist. Habe ich Entsorgungskosten. Wenn Softwareladen pleite geht, okay, Platte löschen, fertig. Also gerade bei Open Hardware, auf der anderen Seite tut sich da irrsinnig viel, RedUp und so einige Stichworte. Von daher ist es wirklich schwierig, das abzuschätzen. Also ich denke, es geht eben in die Richtung, dass man versucht, Dinge, Designs von Usern und so On-Demand Manufacturing und so Zeug machen zu können, die Produktionsstätten werden kleiner und werden damit eben doch wieder flexibler. Let's see. Ja. Also ich glaube, da wird sich einiges tun auf dem Gebiet, aber es ist für Überraschungen gut. Gut. Ich hoffe, dass wir für eine Überraschung sorgen werden. Gut.
Gut, dann okay. Der nächste. So. Thanks.